Deutschlands größter Spielverderber, das sind die Top-Paraden des Jahres 2018. Platz 10 geht nach Bergisch Gladbach zum SV 09. Im Kreispokalberg pariert Peter Stümer herausragend im Erstrundenduell gegen den SV Eintracht Hohkeppel. Der Grundstein für den Einzug in die nächste Runde. Für Parade Nummer 9 blicken wir Richtung Norden in die Oberliga Hamburg. Tortu Fuhr gibt sich im 1 gegen 1 keine Blöße. Eine überragende Akrobatikeinlage, dennoch steht am Ende eine 0:3 Heimniederlage gegen die TuS Dassendorf. Auf Rang 8 steht diese atemberaubende Flugschau aus München. Marian Krasnic vom SV Pullach verhilft seiner Mannschaft am zweiten Spieltag der Bayernliga Süd entscheidend zum umkämpften 2:1 Auswärtserfolg beim FC Unterföhring. Für den 7. Platz gehen wir in die Hauptstadt. Hier zeigt Sebastian Paul vom Nordberliner SC eine schier unglaubliche Reaktion. Eine, die jedoch die knappe 1:2 Berlin-Liga-Niederlage bei den Füchsen Reinickendorf nicht verhindern kann. Trotzdem Respekt. Rang 6, ab in die Main-Metropole Frankfurt. Andreas Rudolph von der Spielvereinigung Neu-Isenburg reißt reflexartig den Arm nach oben und verhindert den Treffer. Und das sogar entscheidend. Er sichert den 2:1 Hessenligasieg beim Hanauer FC. Halbzeit. Platz 5 geht an Christopher Jützemeier von der zweiten Mannschaft des SC Borussia Lindenthal-Hohenhild. Diese reaktionsschnelle Rettungstat ist die Schlüsselszene beim 1:0-Sieg in der Mittelrhein-Bezirksliga gegen die Sportfreunde Düren. Gleich zwei Paraden für Rang 4. Mengede-Keeper Nico Piskors brilliert gleich doppelt. Da staunt selbst Gegner und Landesligist SV Brackel, der das ungleiche Kreispokalduell im Ruhrpott mit 5:0 gewinnt. Platz 3. Ab aufs Podium. Wir schauen gespannt nach Frankfurt, diesmal zur SG Rot-Weiß. Hier rettet Torhüter Riste Spirov in Manuel Neuer Manier. Dennoch muss er sich am Ende mit 1:3 im Hessenliga-Duell gegen den SC Hessen Dreieich geschlagen geben. Nur knapp Rang 1 verpasst hat Mike Hagen vom Wittenauer SC Concordia aus Berlin. Akrobatisch wie ein Handballtorwart zeigt sich der Landesliga-Schlussmann hier. Ein Punkt gibt es am Ende des ersten Spieltages beim 2:2 gegen Fortuna Biesdorf. Und mit dem Fuß zur Goldmedaille. Maurice Nguyen vom SV Deutz 05 fliegt mit dieser reaktionsschnellen Abwehr auf den ersten Platz. Das ist sie also, unsere Nummer 1 des Jahres 2018. Herzlichen Glückwunsch!